Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem 999 Kanal. Wir gucken heute endlich die erste Folge von Arda, der nämlich auf die absurde Idee gekommen ist, von Berlin nach New York zu joggen. Er joggt nach Porto, fliegt von dort nach Boston, also an den östlichsten Punkt von Amerika, und joggt von dort weiter nach New York. Also völlig verrückt. Ich bin mal gespannt auf diese Reise. Es soll, glaube ich, 2 Monate dauern oder so. Erstes Video kam jetzt raus. Lass auf jeden Fall Liebe bei Arda da und viel Spaß mit dem Video. Gutes Intro. Morgen, was geht? Guten Morgen. Was geht los? Ich gehe jetzt Zähne putzen, anziehen, nochmal die restlichen Sachen packen. Und die, die Arda noch nicht kennen, und die nicht wissen, was er vorhat, er will pro Tag zwischen 40 und 70 Kilometer laufen. Und das ist ein Marathon pro Tag. Keine Regenerationsphasen dazwischen, also kein Tag Pause oder so. 2 Monate am Stück ungefähr muss er, glaube ich, einen Marathon am Tag laufen. Irgendwie so. Das ist völlig krank. Also der Mann ist auf so einem Level, das ist völlig verrückt. Also ich weiß nicht, ob das gesund ist für die Gelenke und sonst was. Der läuft durch den Wald, über Autobahnen die ganze Zeit. Bruder, völlig verrückt. Ich bin gespannt aufs erste Video hier. Und dann heißt es Cyborg Season 24. New York City, baby. Let's go. Einfach nach New York. Letztes Mal Autofahrt. Ich will nicht anfangen. Diese ganze Prozedur jetzt am Anfang, es zieht sich immer wie so ein Kaugummi. Und dann geht's nur noch one way Richtung New York. Let's go. Wie hast du gepennt? Ich hab wirklich sehr gut gepennt. Direkt eingeschlafen? Ja, direkt eingepennt, gut geschlafen. Ich bin nur ein bisschen früher aufgewacht. Ich glaube, es war so die Aufregung. Hab ich mich nochmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten nochmal hingelegt. Fahren wir zum Brandenburger Tor. Da ist nämlich der Startschuss. Auch sehr gutes Laufwetter. Schön Regen, schön windig, bisschen düster. Kommt man direkt in den Fokus rein. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter sich auch allgemein auf der ganzen Reise so verhalten wird. Wärme, Kälte, Nässe, könnte alles Mögliche kommen. Soll ja auch die nächsten Tage ein bisschen kälter werden noch. Heute ist ja auch schon ein bisschen frischer. Vor ein paar Tagen war ja gefühlt 20 Grad. Heute sind 6 Grad. Aber ja, wir haben ja alle möglichen Klamotten mit. Deswegen passt das schon eigentlich. Beine sind fit. Ja. Nach einer Woche hätte ich keine Outfits mehr zum Laufen. Zum Restday? Ja, Beine fühlen sich gut an. Auch wenn sie sich nicht gut anfühlen würden, Bruder. Nur, es gibt hier keine Zeit. Deswegen, also, ob die sich gut anfühlen oder nicht gut anfühlen, Bruder, es bringt mir jetzt auch nichts. Weil auf der Reise werden einige Tage sich nicht gut anfühlen. Kann man sich schon direkt dran gewöhnen. Die ersten Tage sind so die ekligsten, glaube ich. Weil wir gefühlt so nicht vorankommen werden. Die ersten Tage sind wir noch. Erst in den ersten 3 Tagen ist er immer noch in Berlin, glaube ich. In Deutschland unterwegs und so. Danach kommen wir langsam in die anderen Länder und ab. Wie ersten 3 Tage? Wo sind da hin? 3 Tage? 3 mal 50 Kilometer und 150 Kilometer? Da bist du in Magdeburg oder so. Was weiß ich? In Göttingen. Weit kommst du nicht. Da fängt dann für mich, glaube ich, so dieses Dings an, so dieses Abenteuer. Weil in Deutschland, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so, als ob ich noch in der Umgebung bin, irgendwie gefühlt. So, das ist Lukas, mein Trainer. Hat sich aber gut angefühlt, die letzte Autofahrt. Wenn du müde bist, lässt dein Core so ein bisschen immer nach. Ja. Dann verkürzt du hier an der Seite. Also immer quasi das IT-Band, die Faszie viel bearbeiten, damit da Mobilität reinkommt. Ich mache ja mal diese Squats dann, ob ich das auch einbauen soll. Ja, einmal die Woche? Eigentlich kannst du es jeden Tag machen. Also du musst halt nicht super viele machen, aber dass du richtig tief reinkommst, ne, damit extended wird. Von hier los nach New York. Vor allem, man fliegt mit Flugzeug 9 Stunden nach New York. Okay, es geht los. Cyborg Season 24. Und ja, obvious, dass dazwischen, dass die größte Strecke dazwischen der Atlantik ist, den man aber nicht überqueren kann. Tag 1, Day 1. Obvious. Let's go.
also ich schwebe. Basecamp. Wir sind gleich bei Kilometer 10. Ja, schon. Man denkt gerade, er spaziert, wie er redet. Kilometer sind geschafft. Pull super, wir sind gleich unterwegs. Super. Bruder, das sieht so langsam aus bei ihm. Man denkt, er läuft richtig langsam, Bruder. Der läuft mit Tempo von 5,30 oder so, ne? Ich mach 10 Kilometer, 6 Minuten Tempo. Danach ist over. Ich bin auf dem Weg. Die ersten 10 Kilometer sind absolviert. Ich glaube, wir laufen jetzt erstmal Richtung Potsdam. Krass ist, er hat auch so einen 120er Puls dann. Super, ich bin hyped. So, hier ist eine Absperrung. Ich bin jetzt bei Kilometer 14. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich jetzt langlaufe. Ja. So, hier ist jetzt so ein Waldweg neben den Gleisen. Sieht gut aus. Ich glaube, ich stehe hier geradeaus. Das ist schön. Da war der Schlachtensee. Ich bin jetzt hier gleich bei Kilometer 17. Kilometer 17. Ging so. Die ganze Zeit so. So, jetzt ist der Waldweg zu Ende. Jetzt sind wir hier wieder auf der Straße. Der erste Halbmarathon der Reise ist geschafft. Bis zum nächsten Ort, wo wir erstmal Pause machen. Es sind noch 21 Kilometer. Ich laufe jetzt erstmal weiter. Je nachdem mache ich vielleicht kurz noch später eine kleine Pause. Man merkt, der Berg, also so ein relativ steiger Anstieg hier die ganze Zeit. Ich versuche langsam zu laufen, damit mein Puls relativ niedrig bleibt. Am Ende für mich ist immer nur wichtig, dass die Kilometeranzahl, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, abgearbeitet werden. Welche Pace das ist, interessiert mich nicht. Mittlerweile bei Kilometer 27. Wir sind jetzt schon in Potsdam. Ich fühle mich super, ja. Was ist denn? Wir sind jetzt bei Kilometer 27. Das ist einfach, wofür Leute ihr Leben lang trainieren, damit sie einen Marathon laufen können, ne? Ich bin bei Kilometer 30. Mein Lenker kommt aus Kenia oder so. Ich wollte auch mal ein Video machen eigentlich. Ein Tag im Leben von Ada, also dass ich mitmache. Also jetzt nicht sein Tempo, sondern auch, er ist ja früher immer so 16 Kilometer oder so am Tag gelaufen. Das würde ich auch schaffen, halt nicht so auf so hohem Tempo, auf mein Tempo halt, so auf langsam. Dauert halt 2 Stunden oder so, aber passt. Danach schwimmen fatal. Also an die ihn nicht kennen, der macht, jetzt im Moment macht er pro Tag 50, 60 Kilometer, geht 80 Kilometer Fahrrad fahren und schwimmt nochmal 10 Kilometer oder so, was weiß ich, also jeden Tag. Völlig verrückt. Der macht das einfach so. Nicht jetzt fürs Video oder so, sondern der macht das jeden Tag. Dazu, wie viele Klimmzüge, wie viele Liegestütze? 1000, was weiß ich, pro Tag? Das geht gar nicht. Fahrrad 100 Kilometer. Ist gut, 33,5. Jetzt machen wir kurze Pause. Würde ich sagen, was kleines Essen, ein bisschen trinken. Es ist auch noch sehr früh. Es ist gerade mal 12 Uhr. Ja. Also wir haben gut Kilometer gemacht jetzt. Ich denke, 3000 Push-Ups und Pull-Ups. Hä? Bruder, wenn ich an einem Tag, so ich bin froh, wenn ich 100 mache, 100 Liegestütze, da habe ich schon ordentlich reingegrindet heute. Ich chill so 1-2 Stunden ein bisschen, maximal 3 und dann laufen wir noch ein bisschen. Mindestens 42 müssen wir mal voll machen am Tag, der Rest ist Bonus. Was sagst du zur Strecke? Ganz ja geradeaus. Ich glaube, das wird auch cool sein. Ich sehe jeden Tag was Neues. Normalerweise, wenn man in Berlin oder so die Kilometer sammelt, dann sieht man ja relativ oft immer die gleichen Strecken. Aber so, jeden Tag immer was Neues. Ich mache mir jetzt, glaube ich, einen Shake. Nimm schon meine Subs und so. Also, nach dem Delay Sports Spiel bin ich kaputter als er gerade. Da ist links. Ein bisschen aufgestockt. Super. Ob das reicht für Auto? Schwer. Vielleicht muss ich einmal im YouTube-Video sagen, dass mir ein paar von den Zuschauern welche vorbeibringen müssen. Nein, so eine scheiß Story. So entstehen die Storys. Verdammten Storys. Wie hast du früher geschafft? Ich musste oder ich bin nie gelaufen. So, wie viel schaffe ich und wie viel. Wenn ich laufen war, dann war es, weil ich laufen musste. Und ich habe genau das gemacht, was ich machen musste und mehr auch nicht. Also, wir wurden mit Uhr kontrolliert, halt in der Sommerpause oder so. Und müssen wir 4x4 intensiv Intervalle machen oder Dauerlauf 40 Minuten mit einem Tempo von bla bla bla, so mäßig war das. Und dann gehe ich nicht eine Stunde 30 joggen anstatt 40 Minuten. Dann laufe ich genau 40 Minuten. Und sonst bist du halt im Training und da. Du bist im Training, da läufst du nicht. Gehen so.
die eine kleine Kleinstadt da, in Potsdam, die war mies schön, ja. Ich bin halt komplett da durch die Stadt gelaufen. Da war so ein Markt, war voll so. Ich dachte, ja, krass. Eigentlich am Anfang, relativ am Anfang, hat sich das noch angefühlt, als ob ich normal laufen gehe einfach. Ist ja auch so. Nur ein bisschen weiter weg. Ab da, wo die Waldwege angefangen sind, so wo ich da diesen Berg sehe, wo ich merke, okay, das ist jetzt komplett was, neue Umgebung, relativ, weißt du? Ja. Da war ich so in diesem Feeling, dieses, okay, die Reise geht los, so, weißt du? Ja. Ich habe auf dem Weg eine Banane gegessen. Ich glaube, ich esse noch gleich einen Riegel. Ein Oatbar oder so. Der muss doch so viel verbraucht haben jetzt. Der muss jetzt so viel essen, um das Ganze wieder reinzuholen. Deswegen isst er auch so viel. Er kann auch 7 Döner essen, 11 Burger. Also er ist krank. Das kommt ja auch noch dazu. Also checkt ihn auf jeden Fall ab. Geht auf Alas Instagram, verfolgt ihn mal. Verguckt einfach seine Stories jeden Tag. Jeden Tag. Okay, jetzt gerade mit New York, sowieso geil ihn zu verfolgen. Aber auch allgemein. Ich hab die Packung schon mal rein. Bruder, was macht der? Man denkt, man füttert ein Schwein. Nein, ein Schwein. Man denkt, man füttert eine Kuh. Oder so. Bruder, was macht der da für einen riesen Napf? Was wird denn das? Achso. Okay. Super. Was ist ihr so? Ich sag dir ehrlich, Cornflakes, Banane, Milch, Honig, super, ja. Cool. Schön schlotzig, crunchy, schön gartig durch die Banane, süßi, super. Stehen einfach in der Landstraße, ja. Er hat einfach keinen Schlafplatz, das ist das Problem, ne? Der muss immer irgendwo zelten, das kommt auch noch dazu. Also kein ordentlicher Schlaf, wahrscheinlich. Bin mal gespannt, was er sagt. Gespannt, wo wir heute Abend landen werden, weil das ist ja immer Wundertüte, bezüglich dann Schlafen und sowas. Ich glaube, im Zelt werde ich es mir auch kuschelig machen. Und wenn wir an einem coolen Ort sind, wo man da schlafen kann, dann schlafen wir dort. Ich kann auch hier auf dem Boden schlafen. Mir ist eigentlich vollkommen egal, Bruder, sag ich dir ehrlich. Was geht, Jungs? Ja, nicht, dass wir dich jetzt stören oder so. Alles gut, Chat. Du musst doch schlafen, oder? Ja, ein bisschen entspannt. Okay, Jungs, ich wünsche euch was, ja? Danke, Mannchen. Mich gefreut. Komm gut an, ne? Dankeschön. Spanien wird richtig hügelig. Bilbao und so. Boah, Bruder, guck dir die Berge an. Wir laufen durch den Harz. Ich war noch nie dort, aber anscheinend soll es dort bergig sein. Wanfried. Super. Fühlst du dich ready, in einer halben Stunde loszulaufen? Ob ich mich ready fühle oder nicht, das hat nichts zu bedeuten, Bruder. Die Kilometer müssen noch absolviert werden, wenn ich nicht ready bin. Deswegen gibt es keine andere Option. Du hast gerade eben 35 Kilometer oder so gejoggt und joggt jetzt nochmal. Niklas sagt für 7 Monate. So, es geht in die zweite Runde. Jetzt haben wir nochmal so bis zur nächsten Raststätte. Nochmal so 12 Kilometer. Genau, wir sind in der Landstraße. Kameramann ist auch fleißig. Auf dem Rad. Super, ich hab Bock. Niklas. Danke, Niklas. Try on it, miss me with all that I'm on it in deck. Put this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do. Egal ob bergauf, bergab, quer oder nicht, Bruder. Cyborg juckt gar nichts. Geht, glaube ich, ein geiler Waldweg. Von geholt? Hast du Bargeld? Boah, das kann doch nicht sein jetzt, ja. Aber Honig? Nimm Karte? Nee, nimmt er nicht, ja. Das ist ein Bruch. Was willst du machen? Honigautomat? Das ist ein Bruch? Oder Niklas, nein. Ich bin jetzt hier im Wald, weit und breit ist nichts. Sehr geiler Waldweg. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, wie an denen, der mitläuft, Bruder, denkst du, da kann irgendjemand mitlaufen? Der ist auf dem Fahrrad. Aber trotzdem, glaube ich, ja. Dass ich nicht aus Versehen in den Schlagloch trete oder sowas, war aber sehr schön geliebt. Habt ihr schon mal so einen Pferdezaun angefangen, also so einen Elektrozaun angefasst? Meine Schwester hatte nämlich Pferde, oder hat so einen Bauernhof gelebt mäßig, hatte voll viele Tiere. Und ich habe immer mit meinen Neffen gemacht, wer da ranhalten kann und so. Komische Wege, sehr, sehr komische Wege, aber wir finden Wege. Das Wetter voll warm geworden auf einmal. Da vorne war vorhin so ein Scharfschütze links, so ein Jäger. Hat sich schon mal dran gepisst? Erzählt man das nur oder ist es over? Typisch gelaufen, hätte ich gedacht, was ist das für ein Känguru? Hat es jemand gemacht? Hab ich noch nie gesehen. Siehst du das? Komm, eine Herde hinterher. Wie eine Herde?
45 Kilometer. Herde, was war da? Jetzt noch so ungefähr 1,5 Kilometer bis zur nächsten Raststätte. Da halten wir kurz erstmal, gucken dann von da, wo wir vielleicht den nächsten Spot dann haben, wie lange das dauern wird. Wildschwein, ich habe Angst vor Wildschwein. Und dann planen wir weiter. Das ist gerade der erste Tag, man ist euphorisch, so, man ist noch motivierter als wahrscheinlich in ein paar Wochen. Ich weiß jetzt schon, dass es auch viele Downs geben wird, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran und es wird kein Ende nehmen. Aber ja, genau. Das wird krass, ne? Wenn er so nach 2 Wochen Mitte in Frankreich ist und erst ein Drittel hat oder so. Dieses Abenteuer habe ich mich eingelassen. Ich will genau diese Höhen und Tiefen. Ich will meinen Schweinehund 24/7 in meinem Kopf haben. Die lange reden. Also wir sind jetzt 13,8 Kilometer noch gelaufen. Ich will nicht hier auf dieser Raststätte bleiben. Deswegen laufen wir jetzt noch 7 Kilometer oder so bis zum nächsten See. Super. Xin Sheng Han Chi, Yang Han Chi Yin Lu, Xin Sheng Han Sen Chi. Was für Erik kommst du von Hau? Von Wan hab ich hier noch, hat er das Job Erik, was für Erik kommst du von Hau? 600 Meter. Aber er hat sogar Lyrics drauf, Digga. Warte mal, stimmt, Bruder, er hört nicht mehr Musik. Bruder, ist doch so langweilig. Super. Ganz, ganz liebe Grüße an die nette Familie hier. Wir sind jetzt hier nicht an einem Campingplatz vorbeigekommen, wo wir halten können. Und wir haben jetzt einfach mal gefragt, ob wir hier auf deren Einfahrt rauffahren dürfen. Hier im Garten von denen das Zelt aufbauen können. Also sehr sympathisch, sehr nette Familie. Ich dehne mich nur kurz noch ein bisschen, damit meine Muskeln ein bisschen für morgen frei sind. Wie gesagt, das Ziel ist halt jeden Tag Kilometer abzureißen. Bruder, ich frag mich, kriegt der keinen Muskelkater? Er ist so krank. Er ist jetzt so 50, 60 Kilometer gelaufen am ersten Tag. Ich glaube 55. Wie man es aufteilt, ist eigentlich scheißegal. Hauptsache am Ende kommen wir nach New York an. Wir haben jetzt am Anfang morgens 33,5, dann 13,8, glaube ich. Dann sind wir 46, 47, irgendwie mehr, ein bisschen mehr als 47 und jetzt nochmal 6. Ja, so irgendwie 54 Kilometer. Erster Tag. Super. Einmal über im Marathon. So 12 Kilometer mehr. Steht wieder eins. Wir haben jetzt hier was zu essen. Erster Tag ist, glaube ich, geschafft. 54 Kilometer haben wir gemacht. Zelt ist hinten auch aufgebaut. Mein Bro Alvaro. Wir sind ja nicht so weit weg aus Berlin. Deswegen haben sie uns für die erste Nacht schöne Bowls vorbeigebracht. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Tagen ändern, weil die Strecke immer weiter weg wird. 5 Bowls? Das Ding ist, so wie ich Ada einschätze, ist er auch alle 5. Ist das Problem. Eigentlich, man denkt so, okay, 5. Boah, das reicht jetzt für die nächsten 3 Tage. Geil, dass sie so viel mitgebracht haben. Das reicht für jetzt. Worauf freue ich mich jetzt? Was haben wir Schönes? Hähnchen, Reis, alles, was das Herz begehrt. Für alle, die da sind, kann auch sein, ja. Aber ich glaube, das ist für Ada. Ich weiß nicht. Man weiß nicht bei ihm. Super. Wundert euch nicht für meine Montur, aber mir ist übertrieben kalt. Deswegen lieber warm anziehen. Boah, Bombe, ja. Ja, mir schön. Hähnchen, Currysoße, ein paar Sprossen. Wir haben Coach-Timmer, ja? Wir freuen uns. Schön gatschigen Reis. Zweite Runde. Was haben wir heute an Kalorien verbrannt? Bestimmt 4.000-5.000. Ja, mit Grundumsatz 6. Wir haben sich auf, Timmer. 6.000. Klingt gut essen. Die Bowls kommen wie gerufen, ja. Sure. Jetzt die kommenden Tage. Wird dann wahrscheinlich, weil wir weiter weg sind, wird viel Freestyle sein. Normale Nudeln, Pesto etc. Lassen wir den Gourmet raus. 50 Kilometer pro Tag. Er macht 3000 Kilometer insgesamt. Der läuft alleine netto 60 Tage. Alter. Das sind 60 Tage, wenn er 50 Kilometer pro Tag macht. So Leute, erster Tag geschafft. Ich liege jetzt hier im Zelt. Ist ein bisschen kalt, aber passt schon. Ich habe mir auch schon so ein Nasenpflaster drauf gemacht, damit ich noch ein bisschen besser atmen kann. Für einen hoffentlich maximal regenerativen Schlaf. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, wieder neue Packen. Digga, braucht 3 Paar Schuhe, weil die Schuhe nach 5 Tagen abgenutzt sind und nicht mehr laufbar sind. Also die Sohle ist, er läuft einfach auf seiner Fußsohle dann. Kilometer abreißen, gute Nacht. Supersens. Guten Morgen. Morgen. Wir haben gerade Zelt und so abgebaut. Jetzt ziehe ich mich schnell an. Ja, ist okay. Selbes Set von gestern? Ja, selbes Set von gestern. Wir müssen ein bisschen sparsam handeln, damit wir nicht so viel Fläche produzieren. Wenn ich mich jetzt jedes Mal 5-mal umziehe, dann ist das nicht so gut. Deswegen ziehe ich jetzt eine Sache immer mehrmals an, bis es so krass riecht. Jam, gibt's eine Map für Grand Glacier?
ist mich beim Laufen beeinträchtigt. Aber kriegen wir schon hin irgendwie. Wie war die Nacht? War gut, ich muss mich erstmal ein bisschen einpendeln so. So in den Schlafsack rein und so, aber sonst eigentlich an sich. Deswegen ist es jetzt 8 Uhr. Ich werde jetzt versuchen, so 30 Kilometer abzuspulen mindestens. Bin bestimmt so 3 Stunden unterwegs. Und dann habe ich einen guten Puffer aufgebaut für den Tag. Er ist halt wirklich... Ja, wisst ihr, wer er ist? Von welcher Seriencharakter er ist, Chat? Spartacus. Er ist Rock Lee. One Punch Man auch gut, aber er ist Rock Lee. Es geht jetzt richtig... Mighty Guy, ja, Mann. Er ist Rock Lee von Dings, Naruto. Richtung Schmerz oder so, wie das heißt. Schmerz, keine Ahnung. Richtung Wald wieder. Let's go. Kilometer Asta. Sammeln. Super. Beide finde ich gut an, ja. Spartacus ist krass. Okay, let's go. Später. Später. So Leute, ich bin wieder im Wald, irgendwo um nirgendwo. Ich versuche jetzt 30 Kilometer abzuspulen. Das ist immer so mein Ziel morgens. So 30 bis 35 Kilometer. Ich muss ehrlich sagen, hier so im Wald alleine, ein bisschen gruselig, aber auch geil. Diese Ruhe, man ist mit sich selber und wahrscheinlich mit ein paar Tieren. Super. Das ist sehr schwer, immer eine Orientierung zu finden im Wald, weil die Wege, durch die ich laufe, sind halt sehr so schwer zu erkennen. Man erkennt vielleicht mal so, dass ein Auto mal durchgefahren ist, weil der Boden etwas platter ist. Aber oft läufst du halt durch Moos. Das mit dem Navi und so, muss ich manchmal so anhalten und gucken, okay, bin ich jetzt richtig hier lang laufen, da lang laufen? Schon tricky, aber ja, kriegen wir alles hin. Oder hier sind viele, ich dachte schon, ich muss auf den Auf. Alles klar, bis gleich, Bro. So, Leute. Ich glaube, ich bin hier gerade. Ich laufe hier gerade durch ein Militärgebiet von der Bundeswehr. Weil hier sind überall so Schilder mit Panzern und. Ich finde sowas voll spannend. Ich finde sowas voll geil. Meine Schwester hat nämlich auch neben so einem Truppenübungsplatz und sowas gewohnt. Und dann sind manchmal so Panzer vorbeigefahren und so. Ich finde sowas voll interessant. Und dann, wir haben immer auf den. Ich habe mal mit meinen Neffen sind wir rübergeklettert auf so ein Ding und haben dann so ein, es war so Sand, richtig viel Sand und so ein bisschen Wasser, Seen, so mäßig war da so kleine, so künstlich aber angebaut. Und da soll irgendwie überall Minen sein und sowas, Bruder. Und ich war einfach mit meinen Neffen, völlig dumm. Hier diese Wege. Ich habe vorhin auch zwei sehr korrekte von der Bundeswehr gesehen. Ich hoffe, ich trete damit niemandem auf die Füße, dass ich jetzt hier durchlaufe. Ich bin einer von euch. Ich will einfach nur nach New York. Also da waren so Schilder, so Achtung, Minen und sowas. Aber sehr geil hier. Ich glaube, jetzt trainieren die, wenn man das so sagen darf, weiß ich, ob das geheim ist oder nicht. Falls ja, tut mir leid. Nein, Pippo, hör auf. Sehr, sehr komische Wege. Aber ich komme leider nicht so schnell voran. Aber wir kommen voran. Militärsicherheitsbereich. Gänsehaut. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob man da langlaufen durfte, aber was soll ich machen? Ich glaube, die haben so Schießübungen gemacht. Ich laufe so vorbei, die stehen schon so alle auf. Die gucken so. Ich dachte, wer ist das denn jetzt? Ich habe einfach mit so einer Selbstverständlichkeit gegrüßt. Die haben zurückgegrüßt und schon weitergelaufen. Liebe Grüße an die Jungs, vielleicht sehen die das vielleicht auch nicht. Du bist über einen der größten Truppenübungsplätze Deutschlands gelaufen. Echt? Querfeldein. Krass, guck mal, die Pferde an. Ja. Ab und zu. Ab und zu hängt mein Navi. JM, das dauert leider noch 10 Minuten. Ich glaube, ich habe mich einmal kurz verlaufen. Wir haben noch 20 Kilometer. 20 Kilometer bis zum nächsten Ort. Gucken wir mal. Okay. Hey, aufwärmen. Meine Finger sind sonst kalt, wa? Das sieht geil aus. Schuh festmachen. Super. Kühle. Schön, alles da. Ich
bin jetzt bei Kilometer 21, Halbmarathon geschafft, zweiter Tag. Ich habe jetzt ungefähr noch so 9 oder 10 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Ich bin hier komplett wieder gerade in einem Waldabschnitt. Dort mache ich dann eine kleine Pause, esse was, Wälder, bisschen, trink was. Kiefernwälder sind echt schön. Kiefern erkennt ihr, langer Stamm, orange Rinde und nur oben benadelt. Mhm. Und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Nur Sandwege, ja, die ganze Zeit. Scheiße. Ja, doch Musik. Gut. So Leute, ich laufe jetzt hier auf der Landstraße. Ich habe mich auch extra auf die Seite gestellt, wo die Autos mir entgegenkommen, dass ich sie besser sehen kann. Dann gehe ich sie nämlich gleich auf die Seite, weil Gott sei Dank ist sie nicht so befahren. Ich bin auch gerade bei Kilometer 26. Noch so 4 Kilometer ungefähr, dann sind wir da. Bei Schulbinden ist Pause gemacht, er ist doch nicht so krass, wie ich dachte. Ist er stehen geblieben? Ist er stehen geblieben, bei Schuhe zu machen? Oh mein Gott. Peinlich. Der letzte Abschnitt war sehr hart, ja. Bruder, nur Sand. Sand hat so viel Energie geraubt. Die letzten Meter war Landstraße. Aber ja, dieser Waldweg, der war Katastrophe. Wir haben gut Kilometer gesammelt. 31 hier. 0,7. Später haben wir noch mal mindestens so 10, 12, so, dann haben wir unser Soll für heute mindestens erfüllt, je nachdem wie meine Beine später sind. Ich hatte auch keine Verpflegung dabei, ja. Eine Banane hätte ich mir gewünscht auf dem Weg. Scheiß drauf. Jetzt nehme ich meine Subs noch zu mir. Omega, Athlete Stack, Code Arda könnt ihr maximal sparen. Super, auch auf Reisen. Super sind's. Alles gut, Bro? Alles gut. Ist ein bisschen Rücken frei gemacht. Vorsicht, das heißt da oben. Das war das 14. von den verbotenen Seemannswörtern. Sorry für den Ausdruck, aber nicht alles gerade. Bisschen eng hier, aber mach das Beste draus. Schon sehr, sehr viel Waldweg. Sehr, sehr viel. Ich bin mal gespannt, bis wohin sich diese Waldwege mal ziehen werden. Weißt du? Ich glaube, es wird sehr, sehr viel so sein, weil das der direkteste Weg ist. Deutschland, okay, aber denkst du auch Frankreich und so? Ich glaube, da hast du bessere Landstraßen. Da können wir auch viel mehr auf Landstraßen gucken. Also ich glaube, der deutsche Part wird wirklich viel so sein. Mal gucken. Du meinst ja, wir laufen auch durch den Harz, ne? Du läufst jetzt als nächstes durch den Harz. Auf einmal sind da so Autos und auf einmal sehe ich auf dem Boden so Maschinenpistolen. So. Ich glaube, da war so Maschinenpistolen. Yeah. Und ich denke mir so, ich guck so, auf einmal sitzt da jemand. Sitzt da jemand und der guckt mich so an. Und ich dachte mir in dem Moment, das Beste, was ich jetzt machen kann, ist eigentlich so tun, als ob alles normal ist, so, weißt du? Ich laufe vorbei, ich mach den Servus. Er macht auch so zu mir so Servus. Und ich bin einfach weitergelaufen. Ich glaube, der dachte sich auch so. Ich glaube, in seinem Kopf waren auch 1000 Fragezeichen. Guten Appetit. Oh, schön. Kann ich glaube, es ist Chatwurst, der Harz. Boah, ich weiß gar nicht. Thüringen so? Auf jeden Fall Mitteldeutschland so. Thüringen. Und Süden von Niedersachsen so. So in der Mitte halt von Deutschland. Sachsen-Anhalt, Niedersachsen. Stunde weg von Hannover. Aber nach Süden, ne? So, da ist nichts. Ist einfach so Mitte in Deutschland. Harz. Guck, genau die Mitte. Ich weiß nicht, was hier ist. Guck hier, hier ist Thüringen. Thüringen, Niedersachsen, Süden, ja. Ja. Es geht gleich zum zweiten Lauf des Tages, zum nächsten Vorort, wo die Jungs sich auch platzieren können und wo wir vielleicht das Zelt aufbauen können. Ich glaube, das ist so 14 Kilometer entfernt. Dort laufen wir jetzt gleich hin. Also ich laufe hin, die Jungs fahren. Kilometer werden gesammelt. Super. Der ist nur am Chillen. In the night, oh, I won't be so darling. Ha! Hast du da aus dem Schreck geschickt? Young Han Chieno, Xin Cheng and Ascension. Aus Bede kommt zu Bang Ho, for one of the Jetzt denken sie nur am Ende, ich schwöre. Aus Bede kommt zu Bang Ho. Ich hab die geschickt. Okay, let's go. Ich kann einfach chinesische Dings, chinesische Rap mit Text. Lol. Schon gewundert, die läuft irgendwas. So, zweiter Lauf des Tages. Hat begonnen. Gerade wieder hier Landstraße. Ich laufe ganz außen. Relativ
ruhig befahren. Geht jetzt ungefähr so 13 Kilometer Richtung nächsten Dorf. Genau, dann habe ich heute so 46 ungefähr Kilometer gesammelt. Erstmal ankommen und dann gucken wir weiter. Je nachdem, wo dann der nächste Ort ist oder ob wir dann heute da übernachten werden. Ich bin mittlerweile bei Kilometer 10. Oder nee, 10,5. Kopfhörer drin, richtig. 3,5 Kilometer bis zum Dorf. Ich habe voll Hunger bekommen. Scheiße. War gut, war gut. Ich hab mir voll Hunger bekommen. Ja, das ging doch gerne, damit du siehst, wenn ich ins Auto komme. Riegel oder so. Wenn der Musik hört. Dann reicht aus. Ja. Heute haben wir so 45,5 Kilometer. Solider Tag, war gut. Der Riegel ist gerade Gold wert, ich weiß nicht. Ich glaube, so mein Blutzucker ist ein bisschen untergesunken. Richtig komisch gewesen. Auch der Weg war wieder sehr holprig. Ja, oh, zu weit. Okay, ein paar Klimmzüge, wa? Digga, er macht das einfach. Bruder, woher hat der überhaupt dieses Ding? An einem Baum dran, Bruder, was ist das denn? Vorne sind noch ein paar Klimmzüge dran. Hä? Und was ist der Anlass? Menschen zu motivieren, Sport zu treiben, was Gutes hinterlassen, der Jugend. Sowas, das ist so mein Antrieb. Wenn dann kein. Wie nennt man Chat? Aber ich schwöre, wenn man so eine ältere Dame gegenüber hat, ne? Wie man so extra so, wie anständig man dann redet, wow, unglaublich, ne? Keine großen Hindernisse dazwischen kommen, Geld. Weißt du, was immer sehr krass ist? Immer wenn ich vor älteren Menschen stehe, Oma, Opa und so, oder auch allgemein vor älteren Menschen, meine Körperhaltung ändert sich direkt. So, ich bin direkt in dieser so... Weißt du, dieser kleine Kind. Dieses so... Respekt. Direkt Respekthaltung. 39 ist sie geboren. Bravo. Alter. Geistkrank. Alter. Altes Eisen. Oh ja, mach noch ein paar Klimmzüge. Wacher. So, bisschen Krafttraining auch noch gemacht. 200 Klimmzüge, 100 Liegestütze noch. Jetzt geht's kalt duschen. Wir haben kein warmes Wasser, aber ja. Schön duschen, dann wird gegessen und dann lege ich mich hier schön in meinen Kabuff und regeneriere. Super. So, zweiter Tag geschafft. Wir sind jetzt 100 Kilometer, habe ich geschafft, glaube ich. Jetzt in 2 Tagen. Es wurden mir noch ein paar Sachen vorbeigebracht. ESN hatte mir noch ein paar Sachen zugeschickt gehabt. Der liebe Malte hat mir das vorbeigebracht, also uns vorbeigebracht und hat uns wieder schöne Bowls gegönnt. Das war diesmal wirklich das letzte Mal, glaube ich, auch, Bruder. Ja, ich glaube, ab den nächsten Tagen sind wir, glaube ich, zu weit weg. Aber 100 Kilometer von hier nach Berlin war noch möglich. Gleiche Menü wie gestern. Chicken, Reis, Curry oder aus das Herz begehrt. Unglaublich, ich habe unglaublich Bock drauf. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient jetzt. Jetzt essen wir genüsslich, quatschen noch ein bisschen, Abend ausklinken lassen. Super. Wow, ja. Diese crunchigen Erdnüsse und Röstzwiebeln. Komm, unglaublich. So geil. Diese ganze noch eine Crunchiness. Super. Was machst du da, Bruder? Waschmaschine. Waschmaschine. Das ist die neue. Da macht man hier Wasser rein, bisschen ja, Spülmittel. Hier hast du so die Noppen. Und dann. Ja, das wäre mir schon zu anstrengend. Welcher Call, dass sie die Hunger hat? Ich habe die ganze Zeit gerade nachgedacht. Mixst du einfach. Was ist das? Super. Ihr wisst auch, die hier auf Reise versuchen bestmöglich die Routine beizubehalten. Ich habe sogar mein Öl mitgenommen. Mein Schwarzkümmelöl. Nur einen Teelöffel am Tag. Mein Honig. Mit schönem Stück Ingwer. Schön eintunken. Boah, ich liebe Ingwer. Ist das so viel Ingwer jetzt? Bruder, es. Das ist der gesündeste Mensch der Welt, ne? Da haust du einfach eine Ingwerknolle rein. Super. So, Leute. Das war's mit den ersten 2 Tagen. Der Mann dopt einfach natürlich. Morgen ist Donnerstag. Rote Beete-Saft. Morgen kommt auch das erste YouTube-Video online. Für mich geht's jetzt schlafen. Auf hoffentlich eine erholsame Nacht. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank. Super Sinis. Bis zum nächsten Video. Glaubt ihr, er kann krank werden? Okay. Chat Dabius, verfolgt es auf jeden Fall selber. Lasst ein Like da bei Ada. Sehr geiles Projekt.
Lasst dir gerne ein Like da, wenn noch weiter verfolgen auf jeden Fall. Lasst ein Abo da und viel Spaß beim nächsten Video. Oh, what's your name, girl? Yeah.